Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Wundert euch nicht, hier steht eine Weihnachtskarte, nämlich diese hier. Die habe ich euch schon vor ganz langer Zeit mal gezeigt. Ich verlinke euch gerne das Video mal hier oben. Ja, habe ich mal zu Weihnachten diese wunderschöne kleine Karte gemacht, die man dann hier so aufstellen kann. Kann man super auch ein Bild drauf machen vielleicht. Und dann verschenken. Und ich dachte mir, ich bastle diese Kartenform mal wieder, weil ich die so schön finde. Und zwar mit diesem Design heute machen wir das so. Also einfach ein bisschen kolorieren, bisschen so über die Wiese gehen. Und man kann die natürlich auch aufstellen. Das Ganze, aber vielleicht muss es euch irgendwie so halten, dass ihr das dann auch seht. Könnt ihr dann also wirklich so schön hinstellen. Und ihr könnt es natürlich ganz flach verschicken. Das ist der total tolle Vorteil von dieser Karte, dass das eben so eine wunderschöne Deko auch sein kann und dass man die eben aber auch ganz flach verschicken kann. Und die Karte ist auch ganz einfach und ich zeige euch halt, wie das Ganze funktioniert. Okay, also ihr braucht einmal an Material. Ich benutze heute Seidenglanz, weil wir ja kolorieren mit den Mischstiften und Savanne. Und als dritte Farbe brauche ich noch Celadon. Und als Maße benutze ich einmal das Celadon in dem Maß 28 cm in der Länge mal 10,5 cm in der Höhe und gefalzt bei 14 cm. Dann habt ihr diese Klappkarte. Das kann ich mir gleich mal nachfalzen mit einem Papierfalter. Also so eine ganz normale Klappkarte oder auch so eine Klapp-nach-oben-Karte kennt ihr schon. Die typischen Maße. Ich muss nur gucken, dass es hier ordentlich drauf liegt. Ich glaube, das ist ein bisschen schief gefalzt. Jetzt passt besser. Okay, dann habe ich, wie gesagt, Seidenglanz, weil wir kolorieren. Das benutze ich einmal für innen und für außen. Ich habe übrigens noch ein kleines Reststück in Celadon. Da habe ich mir schon ein Etikett ausgestanzt. Das zeige ich euch gleich. Und dann habe ich noch zwei Stücke in Seidenglanz. Das ist jetzt einfach ein großes Reststück. Da stanze ich mir nachher diese Stanzform aus. Wenn ihr aber keine Stanzmaschine habt, könnt ihr die Karte trotzdem basteln. Dann zeige ich euch die Maße von der Größe. Also diese Karte hier ist einfach für innen drin, hat das Maß 13 cm mal 9,5 cm. Wenn ihr das mit der gleichen Stanzform ausstanzt, habt ihr eh die Form. Und wenn nicht, könnt ihr euch das zuschneiden auf 11,5 mal 8 cm. Dann habt ihr die gleiche Größe wie mein Etikett, das ich mir jetzt dann noch ausstanze. Und ich habe noch ein Stück Savanne in dem Maß 13 mal 9,5 cm. Ich habe mir da hier diese bestickten Rechtecke ausgestanzt schon. Wenn ihr das nicht habt, wie gesagt, könnt ihr es auch einfach so ausschneiden, dann habt ihr halt diese Bestickung nicht. Und wenn ihr sagt, macht es einfach, ich glaube, dass das die größte Form ist. Ich hoffe, ihr könnt es noch lesen, ist schon ganz schön mitgenommen. Das ist diese Bestellnummer. Und das ist dann von den ganzen Stanzformen die größte Form. Genau, also die größte Form einmal durchgekurbelt, dann habt ihr dieses schöne Stickmuster. Aber keine Sorge, wir stanzen auch gleich zusammen. Dann seht ihr natürlich, wie das Ganze funktioniert. Ich habe mir auch schon ein bisschen was aufgestempelt und ausgestanzt, aber das machen wir auch gleich zusammen. Und ich hätte noch eine Alternative, wenn ihr jetzt die bestickten Rechtecke nicht habt, aber diese Stanzformen, die ich heute benutze, die sind ja aus einem Set, wo ganz viele so schöne Rechtecke drin sind. Also das ist das Set gewählte Konturen und das passt auch genau zu dem Stempelset. Und da hat man diese große Stanzform auch noch dabei. Die könnte man natürlich auch super verwenden als Hintergrund. Das zeige ich euch dann nachher, wie das auf der Karte ausschaut. Und ihr könnt natürlich auch mit Designerpapier arbeiten und nicht mit einem Farbkarton pur. Okay, aber wir starten jetzt einfach mal los. Ich würde sagen, wir stempeln das erstes Mal und dann stanzen wir uns die ganzen Teile aus, die man noch so brauchen. Als Stempelsets, also ich habe einmal das konturiert und koloriert, da stolper ich immer über den Namen. Das passt ja perfekt zusammen mit den Stanzformen, das verwende ich. Da benutze ich einmal diesen großen Blütenstempel, diese Linien und den Füllstempel und die Punkte. Da werden auch wunderschöne Sprüche drinnen, weil ich es gerade eben aufgenommen habe. Ich habe nämlich gerade mit dem eine Karte gebastelt. Wo habe ich sie hin? Kann ich euch das nämlich gleich verlinken, das ist diese Karte hier. So sieht die außen aus, wenn die verschlossen ist. Und wenn man sie dann aufmacht, sieht sie so aus. Hat also sicher noch so eine kleine Einschubtasche. Die wäre zum Beispiel mit dem gleichen Set gestaltet. Und das Video dazu, das verlinke ich euch jetzt mal hier oben.
Schauen wir mal, welches als erstes online geht, das weiß ich ja noch gar nicht. Aber wenn ich es schon mal da habe, dann zeige ich es euch ja gleich. Und die passenden Standsformen dazu, genau, die habe ich euch schon gesagt. Und was ich noch total schön finde, das Beautiful Moments, das habe ich mir jetzt mal rausgesucht zum Kolorieren. Und ich finde diesen Stempel so schön. Man kann natürlich auch die Kinder nehmen oder Mama und Kind. Also man kann das sehr vielfältig gestalten. Aber ich finde es halt schön auf so einer Karte, wenn mal sowas auskoloriert ist und dann so ein schönes Motiv da drauf ist. Schön sommerlich. Ich stelle mir da so ein, ja, kann auch mit Urlaub zu tun haben, so ein Lavendelfeld oder so. Also das ist einfach ganz toll. Genau, und dann fange ich jetzt an mit Stempeln und ich fange auch gleich mit diesem großen Frauenstempel an und benutze als Grundfarbe dieses Memento und stempel mir die jetzt mal als erstes auf, so als kleinen, wie soll ich sagen, so als kleinen Marker für die Augen oder als kleinen Orientierungspunkt, genau. Ich stempel mir die einmal hier ab. Und würde mir jetzt kurz das Etikett ausstanzen, weil dann kann ich nämlich den Rest schön dazu stempeln und weiß, wo ich mich orientieren muss. Und dann nehme ich mir eben das raus mit diesen Wellen und mit diesen kleinen Punkten in der Mitte und lege mir das einfach einmal so um mein Motiv herum, so relativ weit an der Seite eigentlich. Und ich mache es auch so, dass diese Gräser hier unten noch ein bisschen in die Stanzform reinragen. Und das kurbel ich mir jetzt einmal mal kurz durch meine Stanzmaschine durch. Gut. Sollte eigentlich hier heben. Wo ist denn der Kleber? Ach, hier ist der Kleber. Und die hole ich mir jetzt schnell ins Bild. Oh, alles auseinandergefallen. Und kurbel mir das jetzt einmal durch. Genau, wenn ihr wollt, ihr könntet natürlich vorher auch noch diese Blüte aufstempeln, weil die kann man sich dann auch gleich einmal durchkurbeln. Das zeige ich euch noch schnell. Also Stanzen, wie gesagt, ich stempel es euch jetzt mal kurz aus, weil ich habe schon einmal ausgestanzt. Dann nehme ich mir jetzt einfach noch ein Reststück in Seidenglanz und stempel mir einmal diese Blume aus dem anderen Stempelset auf. Auch einmal in Memento als Umrandung. Und ich mache mir diese großen, langen, also die längsten zwei Blüten Elemente immer so ein bisschen nach unten. Und dann gibt es dazu diesen passenden Füllstempel. Und ich benutze jetzt einmal die weiteren Farben Heideblüte und Blütenrosa, die ich gleich verwende. Und dann habe ich noch Mangogelb. Kann man schon gar nicht mal gescheit lesen. Und Amethyst. Oh jemini, ich hoffe, ihr könnt es noch erkennen, die Bestellnummern. Sollte ich vielleicht mal neu machen. Amethyst und Mangogelb. Die nehme ich jetzt alles so zum Kolorieren her und benutze jetzt einmal das Heideblüte für diesen flächigen Stempel. Und da orientiere ich mich auch wieder an diesen beiden langen, dass die wieder unten sind. Und dann nehme ich noch das Amethyst, mache mir das mal auf und nehme mir noch so ein Fingerschwämmchen. Die Fingerschwämmchen haben auch diese Bestellnummer, falls ihr die braucht. Genau, und da gehe ich jetzt einfach so ein bisschen rein und mache mir von innen nach außen noch so ein bisschen die Blüte dunkler oder vielleicht auch noch am Rand entlang mit meinem Schwämmchen. Seht ihr das ein bisschen? Also ich finde, man sieht sogar ein bisschen. Und dann setze ich mir hier einfach die Blüte wieder so drüber. Ich orientiere mich jetzt hier an der Mitte und an meinen zwei langen, dass die nach unten schauen, so wie vorher auch. Und dann sieht das Ganze schon ziemlich cool aus. Also es ist nicht so, dass der Stempel da perfekt drauf passt, sondern dass das diese verschwommene Optik hat. Und dann gibt es in dem Stempelset auch noch die Punkte. Genau, die habe ich ganz vergessen. Die Punkte mache ich nämlich auch noch drüber. Und die mache ich jetzt auch nochmal mit dem dunkleren, also mit dem Amethyst. Hier ist es. Da gehe ich mir auch einfach zweimal so drüber. Dann hat man da noch so Sprenkel drin. Das finde ich, sieht total schön aus. Dann kann ich mir das auch einfach ausstanzen. Genau. Die Punkte und so, das brauchen wir jetzt gleich noch. Wir stempeln jetzt gleich weiter. Also ihr könntet euch das jetzt einfach ausstanzen. Und dann habt ihr die Blüte, so wie ich sie dann da schon habe. Genau.
Und was ich eben noch ausgestanzt habe, das habe ich euch hier vorher schon gezeigt, das war dieses ganz kleine Etikett. Das in der Mitte, das hier. Das habe ich mir an Celadon noch mal einmal ausgestanzt. Und dann können wir jetzt anstempeln und zusammenbauen gehen. So. Ich schnappe mir jetzt noch kurz ein Schmierpapier und nehme jetzt diese Stempel, die zeige ich euch vielleicht auch lieber so. Also ich habe mir aus dem Beautiful Moments diesen Stempel rausgenommen, diesen feinen Stempel, also diesen kleineren Blütenstempel, die Vöglein und die beiden Schmetterlinge, die in dem Set sind. Und mit denen arbeite ich mich jetzt da so ein bisschen außenrum und mache das alles im Memento und gebe dem Ganzen so ein bisschen, ja, versetzt es so ein bisschen nach oben und nach unten. Dass es einfach so schön eingerahmt ist von dem Ganzen. Mit den Blümchen hier unten, dann die Vögelchen. Die setze ich mir einmal hier so drauf. Und die Schmetterlinge, die sind einfach so süß. Die fliegen natürlich auch noch so außenrum. Da haben wir eben diese Schmetterlinge, die so gerade sind und dann noch so kleine seitliche Schmetterlinge. Das ist schon ziemlich voll. Genau, also das ist so mein vorderes Motiv. Und dann habe ich mir innen drin in der Karte ja auch noch ein bisschen was gestempelt. Das mache ich jetzt auch gleich noch. Memento kann jetzt weg. Und zwar auf mein Seidenglanzpapier. Ich habe mir hier unten so schräg mal die Punkte nochmal aufgestempelt. Könnt ihr auch mal in beiden Farben machen, also in Amethyste und in Heideblüte. Dann sieht man so ein bisschen den Farbunterschied. Dann hier oben in die Ecke noch ein bisschen so rein. Und da habe ich auch die Schmetterlinge nochmal. Ach, die braucht man doch noch ein Memento. Quatsch, war hier wieder zu schnell. Genau, und die Schmetterlinge hier noch so hingesetzt. Und die Vögelchen kommen auch nochmal rein. Und dann hat man immer noch genügend Platz zum Schreiben und so. Also so ist das, glaube ich, ganz gut. Genau. Und jetzt werde ich das Ganze noch ein bisschen kolorieren. Da mache ich es jetzt so, dass ich mir meine Stempelkissen einfach so wirklich fest aneinander drücke. Das finde ich ging mit den alten immer noch ein bisschen besser, dass man hier innen drinnen Farbe hat. Und dann mache ich mir die so auf, lege mir die so nebeneinander. Bei Blütenrosa auch. Na, da ist auch schon gar nichts mehr. Festdrücken. Blütenrosa ist so für die Hautfarbe von der Frau. Und ich nehme jetzt Mangogelb. Auf meiner Musterkarte habe ich mit einer alten Farbe gearbeitet, mit Pfirsich pur. Das gibt es nicht mehr, aber ich finde, es ist dem neuen Papaya ähnlich. Und das fand ich sehr schön, deswegen habe ich das benutzt. Aber ich nehme jetzt eben dieses Mangogelb. Und dann nehme ich von den Mischfarben noch einen Stift. Also das sind diese Mischstifte. Die haben zwei verschiedene Spitzen. Und die kann man immer wieder verwenden. Und die machen da richtig Spaß. Und mit denen koloriere ich mir das Ganze jetzt aus. Und halt, eine Farbe brauchen wir noch, nämlich das Celadon für das Frauenkleid. Genau, das lege ich mir jetzt auch noch so außenrum. Jetzt habe ich bald keinen Platz mehr. Hoppala. Oh, jetzt bin ich total verrutscht. Aber ich zeige euch gleich, wie ich das so mache. Ich glaube, ihr seht das jetzt trotzdem so ganz gut. Ich fange jetzt einfach mal mit der Frau an. Mir fehlt nochmal eine Farbe für die Haare, sehe ich gerade, nämlich Savanne. Das nehme ich auch noch. Genau, und jetzt habe ich, glaube ich, alles. Und jetzt werde ich mir einfach meine beiden Bögen so auskolorieren. Da schaut ihr mir einfach zu und ich erkläre es jetzt mal noch an dem Kleid. Ich nehme jetzt einfach diese Spitze und gehe mir hier so rein in meine Farbe. Und jetzt koloriere ich mir einfach die Frau hier so ein bisschen aus. Und ich nehme auch gar nicht mal so viel Farbe. Also den Anfang mache ich noch ein bisschen dunkler und dann lasse ich das so ein bisschen auswischen, dass dann nicht alles so dunkel ist, sondern gehe eben nur die dunklen Konturen nochmal mit einer separaten Farbe nach und wische mir aber so diese Pinselspitze ein bisschen im Papier aus. Genau. Also ich hoffe, ihr seht es gut. Mache mir jetzt diese Knicke noch ein bisschen dunkler vom Kleid. Aber der Rest, der bleibt so. Da gehe ich nicht mehr extra viel in Farbe oder so, sondern das wird so leicht verschwommen. Geht es nach unten. So mache ich es hier jetzt auch mit dem Gras, dass ich da
hier unten schon noch so ein bisschen andeutet, aber es ist nicht total perfekt ausmal oder so, sondern einfach, ja, das so ein bisschen auslaufen lasse. Aber dann nachher trotzdem diese ganzen feinen Striche noch mal ein bisschen mit mehr Farbe nachgehe. Genau, und so mache ich das jetzt einfach mit den Farben. Ich werde diese Blüten in hell und in dunkel kolorieren und alles andere seht ihr auch gleich. Also in Amethyst und in Heideblüte werde ich die Blumen kolorieren wie so ein Lavendelfeld. Und genau, wie gesagt, da künstlerisch locker frei von der Hand einfach so ein bisschen malen. Und da lasse ich euch ein bisschen Musik laufen, weil es noch ein kleines bisschen dauert. Und trotzdem hoffe ich, dass ihr es gut seht. Bis gleich. Ach ja, noch eine Sache. Wenn ich dann fertig bin mit einer Farbe, dann nehme ich mir einfach so ein Tuch, streife meine Farbe aus dieser Spitze raus und kann jetzt in die nächste Farbe gehen. Also ich gehe jetzt mal zum Beispiel in eine ganz helle Farbe, also zum Beispiel ins Gelbe und mache mir jetzt hier noch einen Schmetterling. Und ihr seht, da kommt kein Grün mehr durch. Also das passt so. Genau. Dann wieder in mein Tuch rein, in mein Tempo oder was auch immer ihr da habt. Streiche mir den aus, bis da keine Farbe mehr rauskommt und kann dann wieder in die nächste Farbe gehen. Genau, und für die Hautfarbe von der Dame benutze ich jetzt das Blütenrosa. Ganz dezent auch. Finde ich, passt das sehr schön. So, und so geht es jetzt weiter. Die Haare noch in Savanne. Oder ihr macht sie anders, das ist ja wurscht. So, und jetzt haben wir uns alles so auskoloriert. Ich zeige es euch mal noch ein bisschen näher. Also schön dezent, finde ich. Und alles muss nicht perfekt ausgemalt sein, sondern einfach, wie es so zwischen die Finger kommt. Die Blüte in der Mitte habe ich auch noch mal ein bisschen koloriert. Und jetzt haben wir eigentlich schon alle unsere Teile und müssen nur noch unsere Vorderseite falzen. Und zwar mache ich das jetzt so. Ich mache mir mal meinen Papierfalter. Das ist also die Technik der Karte, die ihr jetzt seht. Und zwar habe ich ja die Karte so, wenn ich die jetzt so vor mich hinlege, muss ich mir hier unten dieses Stück falzen. Das heißt, ich falze von hier, von dieser Ecke hier oben bis zu dieser Ecke hier unten. Und kann mir das dann, seht ihr, das ist so gefalzt im Prinzip, kann mir das dann so aufstellen. Dazu nehme ich euch jetzt ein bisschen weiter raus. Also ich habe jetzt hier meine Klappkarte und in diesem unteren Bereich gehe ich von dieser Ecke zu dieser Ecke und das lege ich mir so ein, dass meine Falzlinie hier oben, diese Falzlinie, die sich da trifft, in dieser Rille liegt und die Spitze hier unten auch in der Rille liegt. Und das falze ich mir jetzt einfach mal. Ich zeige es euch jetzt nochmal nah. Also ich habe hier an der Überkreuzung, seht ihr das? Da falze ich mir das und genau bis runter zu dieser Spitze. Wenn das so drauf liegt auf eurem Falzbrett, dann passt es. Und das falze ich mir jetzt einfach mit dem Falzband einmal nach. So. Und habe dann somit so eine richtig schöne Aufstellkarte. So sieht das Ganze dann aus. Also die klappe ich mir dann einfach hier so hoch. Genau. Das ist so der Mechanismus und jetzt geht es eigentlich nur noch ans Zusammenbauen. Ich starte jetzt mal mit meiner Innenseite. Die klebe ich mir hier schön mittig rein und das mache ich einfach mit einem Flüssigkleber. Dann kann ich mir das schön mittig positionieren. Im schönen Rahmen. Dann nehme ich auch gleich mein Etikett. Das kann ich auch gleich positionieren. Dann nehme ich jetzt die Abstandsklebepads. Klebe mir dann 3 Stück auf die Rückseite. Die brauchen natürlich ein bisschen Dimension, damit sich die Karte da dann einhalten kann.
Und meine Blüte, die setze ich auch mit dem Dimensional in der Mitte da dann auf. Ich biege mir die auch noch ein bisschen so nach oben. So, die darf Rücken ein bisschen Form haben auch. Und klebe mir jetzt erstmal die Blüte auf die Mitte von meinem Etikett. Und mein Etikett dann so ein bisschen nach links versetzt hier unten in diese Ecke rein. Und dann seht ihr, hebt sich dann nachher meine Karte hier so fest. Also das ist so dieser Verschluss oder dieser Mechanismus, dass die Karte dann auch so bleibt. Und trotzdem kann man die natürlich flach verschicken. Und dann klebe ich mir mein vorderes Etikett mit Flüssigkleber einfach schon mal auf mein Savannenpapier. Ich wollte euch jetzt noch die Alternative zeigen. Die täte so aussehen. Seht ihr das noch? Ich darf es nicht direkt drauf halten. Das war mir ein bisschen zu viel Schwung, aber es hat auch was. Also es sieht auch schön aus mit dem Designerpapier vor allem auch. Aber ich habe mich dann doch für die noch etwas schlichtere Variante entschieden. Ich klebe mir das jetzt auf mein Savannepapier. Und jetzt mache ich so, dass ich mir das ja nur, Achtung, hier unten aufkleben darf. Also ich darf mir ja nur diesen unteren Teil von meinem Aufleger auflegen, damit sich das nachher so aufstellt. Da darf kein Kleber hin auf die Oberseite. Und deswegen bringe ich mir den Kleber jetzt einfach auf meine untere Ecke auf, auf diese hier. Und zwar so, dass ich noch einen kleinen Rand lasse. Ich zeige euch das gleich. Also ich lasse hier noch einen kleinen Rand hier und hier. Und dann in der Mitte kann man Flüssigkleber reinmachen. Und wir können auch relativ nah an die Kante hingehen. Das macht nichts, aber wir haben ja außen noch ein bisschen einen Rand. Da sollte jetzt nichts an Kleber drüber stehen. Und dann lege ich mir das hier so auf. Und drücke mir das einmal fest. Und achte halt hier jetzt einfach darauf, dass der Rand schön außenrum ist, schön gleichmäßig. Und dann habe ich hier meine Aufsteckkarte zum Testen. Steht super, funktioniert, sieht sehr, sehr gut aus. Jetzt brauchst du noch ein bisschen Deko und dann ist schon fertig. Da habe ich mir einfach die Perlchen geschnappt. Wo ist meine Bestellnummer? Hier. Das ist die Bestellnummer für die Perlen. Und die setze ich mir einfach einmal auf innen rein, eine ganz große Perle, die hier unten so an das Etikett hinkommt. Und außen drauf habe ich mir auch noch zwei gemacht, eine kleinere. Da ist eh schon ziemlich viel los. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da überhaupt eine hinmache. Mal gucken. Auf jeden Fall keine ganz große mehr. Ach ja, so ein bisschen. Kann man schon noch eins draufsetzen, oder? Ja. Das gefällt mir tatsächlich besser. Machen wir die wieder weg. Ich drücke mir die immer nicht ganz fest, dann kann ich die nochmal abnehmen. Habe mir jetzt hier noch ein paar Perlchen drauf gemacht. Auf dieser Karte habe ich vorne auch noch eine Schleife hingemacht. Das ist jetzt Geschmackssache, wie euch das gefällt. Ich finde es sehr schön, deswegen mache ich die jetzt noch schnell. Da nehme ich mir einfach das geflochtene Leinenband in Savanne, also einfach ein dünneres Band in einem Farbton, der zur Karte passt. Und mache mir dann noch schnell ein Schleifchen drauf. Das passt schon noch auf die Karte, finde ich. Ein bisschen mehr. So. Ups. Und das klebe ich mir einfach mit einem Mini-Klebepunkt noch zusammen, den ich mir so ein bisschen zusammenrolle. Also den klappe ich mir einmal zusammen, da mache ich so einen Punkt aus dem Ganzen. Und den kann man immer super hinter die Schleifenknoten setzen, seht ihr das? Und dann kann ich mir das auch noch hier drauf machen. Oh, das ist eine schöne Karte, oder? Ich finde die toll. Also ich lege es euch einmal hin, dass ihr es seht, und einmal im aufgestellten Zustand. Das ist immer mit der Kamera, wenn die über einem ist, natürlich gar nicht so einfach, das so reinzuhalten. Aber ich glaube, jetzt könnt ihr euch super vorstellen. Also das ist ja, genau, so sieht sie innen aus. Und dann kann man die einfach perfekt dahinstellen und hat da wirklich eine ganz, ganz wunderschöne Karte. Und irgendwie, ja, so ein bisschen Urlaubsfeeling, finde ich. Oder auch, könnte man natürlich auch in herbstlichen Farben gestalten oder so. Man kann natürlich auch noch Sprüche drauf machen. Also das heißt ja nicht, dass auf der Karte kein Spruch sein muss. Innen rein passt auch immer super noch ein Spruch, wenn man es zum Geburtstag oder so machen möchte. Aber ich fand die Karte auch mal ohne Spruch ganz schön. Und diesen tollen Effekt mit dem Aufstellen, das macht einfach total Spaß.
Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gut gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, drückt dabei auf diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich freue mich auf euch, bis zum nächsten Mal. Kreativiert was Neues! Tschüss!